Herzlich willkommen in der Lipke-Gedenkstätte. Wie ihr seht, wie das so ist bei solchen Veranstaltungen, ich möchte mich bei allen entschuldigen, die hier vorne wie die Jünger Jesu auf dem Boden sitzen, um der Erzählung von Saiger Geile zu lauschen. Seid bitte nachsichtig. Draußen gibt es nachher frische Luft und wir hoffen, euch dann auch mit Snacks und Erfrischung zu bewirten. Also, ich wünsche euch Durchhaltevermögen und Geduld. Nur die Harten kommen in den Garten. Dies ist die zweite Diskussion unserer Gesprächsreihe. Und wir möchten uns beim Goethe-Institut bedanken, welches heute Abend hier auch vertreten ist, um diese Veranstaltungsreihe zu unterstützen, damit sie in der Lipke-Gedenkstätte stattfinden kann. Ich gebe nun weiter an meinen Kollegen, den Kulturwissenschaftler und Professor an der Stradinsch-Universität, Denis Hanovs. Danke und guten Abend. Es ist doch wirklich wunderbar, dass heute Abend hier kein Platz mehr ist, denn das heißt, dass dieser Ort ein besonderer ist. Er ist besonders für euch, denn ihr wollt gemeinsam mit uns darüber nachdenken, wie man Freiheit schafft, sie bewahrt und wie es früher so mit der Freiheit war, als man von Freiheit nur träumen konnte. Die Idee hinter dieser Diskussion und dieser Gesprächsreihe ist auch eine Warnung, denn Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Sie liegt nicht einfach in der Luft. Man muss sie erschaffen, entwickeln, beschützen und man muss sich auch an sie erinnern. Und deshalb ist der Titel dieses Gesprächs Erinnerungen an die zukünftige Freiheit. Also, wir sprechen über eine Zeit, als die Zukunft hier in der lettischen Kultur nur in der Zukunft lag. Dafür konnte man bestraft werden, die eigene Biografie damit ruinieren, Träume zerstören, die Vergangenheit kaputt machen und eigentlich auch die Zukunft. Und das Thema dieser Diskussion hat mit Architektur als Prozess zu tun, aber auch mit der inneren Architektur des Menschen. Also, wie schafft man Freiheit? Und das Gespräch heute Abend ist mit der Architektin Saiger Geile, die auch dieses Museumsgebäude entworfen hat. Den Raum der Gedenkstätte, in dem wir Menschen gedenken, die einst in dunklen Zeiten sich die Freiheit nahmen, Nein zu dem totalitären Regime zu sagen und anderen Menschen das Leben zu retten. Ich möchte auch diejenigen begrüßen, die heute Abend im Videoformat per Livestream zugucken, was auch dank der Unterstützung des Goethe-Instituts möglich ist. Ich hoffe, dass wir alles sehen und hören werden. Vielen Dank, dass du Zeit und Energie für uns gefunden hast. Du hast für uns eine Reise in die Vergangenheit vorbereitet, mit Warnungen für die Zukunft. Kannst du zu Anfang eine kleine Frage beantworten? Was ist deine Version der Freiheit? Noch einmal, danke, dass du heute Abend hier bist. Guten Abend, liebe Freunde. Ich weiß nicht, was ihr von mir erwartet und warum ihr so zahlreich erschienen seid. Wirklich, bei Facebook hatten sich 800 Leute angemeldet und ich hatte totale Panik. Als wir die Lipke-Gedenkstätte entworfen haben, haben wir nicht gedacht, dass hier mal Vorträge stattfinden würden. Und wenn es heute hier wenig Luft zum Atmen gibt, wir werden uns darum kümmern. Aber vielleicht könnt ihr euch jetzt eine Stunde lang mit den Menschen identifizieren, die hier an diesem Ort in einer 3x3x3 Meter tiefen Grube lebten. Und da gab es keine frische Luft. Da stand auch ein Eimer für den Abfall und auch als Toilette. Und Tageslicht gab es auch nicht. Beim Bauen dieser Gedenkstätte hatten wir folgenden Gedanken. Dieses Bild, ein schwarzer Schuppen, wo durch die Ritzen das ersehnte Tageslicht hineinfällt. Das ist wie ein symbolischer Zufluchtsort für die Unfreiheit und das Verlangen nach Freiheit. Dennis hat mir eine Frage gestellt. Ich denke, dass mein ganzer Vortrag eine Antwort auf diese Frage sein wird. Ich hoffe, ihr könnt euch so lange gedulden. Und ich werde eigentlich hauptsächlich aus meinem Leben in der Sowjetunion erzählen. Ich bin 1951 geboren, bin also jetzt 65 Jahre alt und habe ziemlich viel erlebt.
Manchmal bringt das Alter große Vorteile mit sich, denn man kann sich wirklich an Dinge erinnern und sie miteinander vergleichen. Und sei es, dass man nicht völlig panisch reagiert auf etwas, was in unserem Land jetzt und heute passiert, nicht panisch auf das Verhalten von irgendeinem Deputaten, Abgeordneten oder Minister zu reagieren. Ich sehe das ganz gut. Ich erinnere mich an die Leute, die zu Sowjetzeiten an der Macht waren. Und oft verhalten sich die Leute heute ganz ähnlich. Und wenn du etwas hast, womit du es vergleichen kannst, dann kannst du das alles mit einem Lächeln hinnehmen und ganz ruhig zur Kenntnis nehmen. Soll ich in das Mikrofon sprechen oder in dieses hier? Ja, in das da. Ist es jetzt okay? Raum der Freiheit, Kapitel 1, die Stadt. Die Stadt Riga. Also, ich habe am Polytechnischen Institut Riga studiert. 1969 schrieb ich mich an der Fakultät für Architektur ein. Und bis ich mein Studium 1975 abschloss, verbrachte ich meine gesamte Studienzeit im Herzen Rigas. Und auf dem Bild seht ihr meinen Lieblingsort in meiner Stadt Riga. Interessanterweise ist dieses Bild vom Sockel des Freiheitsdenkmals aus aufgenommen worden. Und damals am Freiheitsdenkmal ein Foto zu machen oder, Gott bewahre, gar als frisch vermähltes Brautpaar Blumen niederzulegen. Es war verboten, sich dort aufzuhalten und es war sehr gefährlich. Auch interessant ist, dass wir das Freiheitsdenkmal gar nicht sahen. Drumherum fuhren Trolleybusse, da war auch eine Endhaltestelle, die Trolleybusse fuhren mitten durch die Altstadt auf der Kaltjuela, ganz viele Linien. Ich fuhr mit der 6 aus Agenskans vom Stradini Krankenhaus aus, wo ich damals wohnte, zur zweiten Mittelschule. Und das war mein Schulweg. Während des Studiums war unsere Fakultät für Architektur in der Kramoela, in der Altstadt. Die Vorlesungen fanden am Polytechnischen Institut statt. Also, wenn wir vom Okkupationsmuseum sprechen, ich habe gesehen, wie es gebaut wurde, und zwar von meinen Lehrern. Tja, und das ist also mein Lieblingsort in Riga. Das ist der Platz an der Kreuzung des Boulevardrings und der Kaltjuela. Riga sieht grau aus, aber Riga war schön. Und heute kommt mir die angemalte Altstadt, die uns weggenommen und den Touristen übergeben worden ist, wie ein Disneyland vor, viel unattraktiver. In gewisser Weise vermisse ich es, wie sie so grau und natürlich und irgendwie gewiss auch normaler und freundlicher war. Auch wenn die Schaufenster verstaubt waren, damals putzte niemand die Schaufenster. Die Schaufenster waren eigentlich verrammelt und verschlossen. Aber dieser Platz, ihr wisst, wo das ist, oder? Da links ist die Leimer Uhr und das Hotel de Rome und an der Brandschutzmauer war noch nichts gebaut. Und bei der anderen Brandschutzmauer da drüben steht jetzt ein Bankgebäude. Das hier ist die Walnyuela. Und wenn ich mir die alten Fotos anschaue, habe ich das Gefühl, dass hier sei New York oder irgendwo in Westeuropa. Damals führten auf der Walnyuela noch Autos und da fuhren sie entlang. Hier ist noch einmal die Walnyuela und ein paar Menschen. In Riga gab es sehr viele Kinos. Solche ganz kleinen Kinos. Ich glaube, ungefähr 16 Stück. Und nach der Schule gingen wir ins Kino. Nur eine, ins Kino Komjaunetis, ins Kino Riga, Kino Large Places und ins Kino Pionier. Und in allen gab es ein interessantes Repertoire. Und auch hier seht ihr das Kino Einer. Das sieht fast aus wie in New York, oder? Der Eingang war vom Hof aus, ein kleiner Kinosaal, sehr intim. Hier seht ihr einen Blick auf,
Ich möchte sagen, auf das Freiheitsdenkmal, aber damals sah ich es nicht. Es ist ein Blick auf die Leimeruhr. Darauf war ich damals fokussiert. Also, hier fuhren die Trolleybusse und an der Seite waren überall diese Bögen. Rechts ist das russische Theater. Das war damals gerade frisch renoviert worden und man konnte in die Vorhalle sehen. Und das ist ein Ort meiner Jugend, der Putnodars, zu Deutsch Vogelgarten. Da war ein Bombenloch in dem Platz zwischen der Valnyu-Iela, der Kaltyu-Iela und dem Aspasias Bulvaris. Das war mein Lieblingsort in Riga, denn es lag jeden Morgen auf unserem Weg. Unsere Vorlesungen begannen um 8 Uhr morgens in Vecriga und ziemlich bald zogen wir dann weiter in die Bars. Eine Bar war in der Valnyu-Iela. Die gehörte zum Hotel Riga und nannte sich Corridors. Dort bekam man für 20 Kopeken einen schwarzen Kaffee. Und dort trafen sich Studenten, Dichter, dort tauschten wir Bücher und schwänzten unsere Vorlesungen. Es war ein sehr relaxter Ort. Und ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben, nicht an dem Zigarettenrauch zu ersticken. Dort durfte man rauchen. Und ich weiß nicht, wie der Kellner das überhaupt aushielt. Damals wurde eben überall geraucht. Das ist so ein Zeichen der Zeit. Dann, so gegen 12, gingen wir rüber in das Gabbis, der Schrank. Das befand sich da links im Hotel Riga. Es machte um 12 Uhr auf und es war immer rappelvoll. Oft ließen sie einen gar nicht erst rein, aber wir kamen dank unserer Lehrer und Freunde doch irgendwie immer rein. Ich weiß gar nicht mehr, was wir eigentlich da tranken. Das war eigentlich auch nebensächlich. Wir rauchten dort, sprachen über das Leben oder stritten uns. Naja, und im Sommer saßen wir dann eben im Putnodars. Das war so ein Sommercafé, auf dem Platz, mit einem kleinen Zaun abgegrenzt von der Brandschutzmauer. Und das war ein absolut magischer Ort. Und wenn wir über unsere Lieblingsorte reden, in Riga, dann habt ihr sicherlich auch alle einen. Wahrscheinlich bei euch das KKC oder vielleicht das Osiris oder... Es braucht ja eigentlich nur eine Handvoll Orte. Jede Generation hat ihre 2, 3 Orte in Riga. Das Kasa befand sich auch in der Valnyu-Iela, etwas weiter in Richtung Pulverturm. Aber meine Generation kam etwas später. Man kann sagen, dass das die erste Generation der Hippies war, die sich am Anfang im Kasa trafen und auch die Dichter. Aber wir hatten das Corridors und das Gabbis. Und etwas später gab es dann unter dem Hotel Riga noch einen Keller. Und dort wurde auch getanzt. Da waren viele russische Touristen. Und hier seht ihr auch einen Bürger der Sowjetunion. Und warum erzähle ich das? Ich gelangte dann irgendwann zu meiner Diplomarbeit. Hier ist mein Professor Eva Strautmannes. Und 1975 verteidigte ich meine Diplomarbeit mit der Rekonstruktion der Portale in der Altstadt, meinem Lieblingsort in der Stadt. Was hätte ich Besseres mir aussuchen können? Denn ich dachte, wenn das schon mein Lieblingsort ist, dann möchte ich auch mir darüber Gedanken machen und ihn auch auf irgendeine Art und Weise wieder in Ordnung bringen. Und ich überlegte mir etwas ganz Verrücktes, was ich heutzutage niemals mehr machen würde. Da unten links in der Ecke sehen wir die Uhr und hier liegt ein Balken. Über diese Öffnung gegenüber vom Freiheitsdenkmal, denn ich sah das Freiheitsdenkmal hier überhaupt nicht. Da wollte ich den Balken legen. Also versteht ihr, heute sehen wir nur das Freiheitsdenkmal dort. Auf dem Platz finden Basketballspiele statt oder jetzt gerade die Skulpturenquadriennale. Da gibt es Konzerte, Meetings, es wird gesungen und Blumen werden niedergelegt. Und alles konzentriert sich auf das Denkmal. Aber wie leicht man doch die Menschen manipulieren kann, dass sie dieses dominante Denkmal gar nicht sehen. Und hier ist also meine Diplomarbeit. Da ist die Kuppel, von links kommt die Kaltyu-Iela. Ich hatte dort verschiedene Level eingerichtet und Hotels und auch ein unterirdisches Geschoss. Und darüber legte ich diese Balken mit dem Argument, dass ich damit den Boulevardring mit einem Gebäude abschließe vom Aspasias Boulevardes. Damals gefiel mir meine Diplomarbeit sehr und mein Mann, mein zukünftiger Mann Maris, baute mir das Modell. Die Diplomarbeit war damals ein großes Ereignis für mich
Und heute blicke ich mit einem Lächeln darauf zurück und denke, wie konnte ich nur direkt vor das Freiheitsdenkmal auf der Achse zur Daugava so einen Balken setzen? Naja, das sind eben die Akzente in der Stadt. Litten wir unter Informationsmangel? Als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, dass die Kreativität der Menschen sich nicht beeinflussen lässt. Nicht von Regimen, nicht von Unterdrückung, nicht von Lagern und nicht mal vom Gefängnis. Das überraschte mich selbst. Ich erinnere mich nicht, dass ich zu Zeiten der Sowjetunion in einem Fass gelebt und nichts mitbekommen hätte und wie tot gewesen wäre oder so. Natürlich gab es auch solche Leute. Aber als die Unabhängigkeit kam, konnten sie alle ihre Misserfolge darauf schieben, dass sie in der Sowjetunion keine Möglichkeit gehabt hatten. Aber genauso gut könnt ihr auch heute Ausreden finden. Meine Schlussfolgerung ist, dass diese Zeit zumindest auf meine Kreativität keinen Einfluss hatte. Zum Beispiel war meine ganze Familie nach Amerika ausgewandert. Und ein Verwandter schickte mir von dort die Architectural Record. Das hier ist eine Ausgabe von 1971. Die Zeitschrift erschien jeden Monat. Und so wusste ich dann Bescheid, was in der Welt der Architektur so los war. Raum der Freiheit, Lyrik. Und zu dieser Zeit gab es überraschend gute Lyrik. Das hier ist mein Lieblingsbuch, mein liebstes Buch aller Zeiten. Ich habe es auch heute Abend dabei. Maya Silmals Anthologie französischer Gedichte, erschienen in den 70er Jahren. Ich schaue noch einmal nach, wann genau. Schau mal nach, in welchem Jahr. Also, Maya Silmals Lyrikband erschien 1970, ja. Das hier ist Maya Silmals. Also, das war eine französische Gruppe. Unter diesem furchtbaren Regime und in dieser furchtbaren Unterdrückung wurde Maya deportiert. Sie war in Sibirien. Sie war verhaftet worden, weil sie eben französische Lyrik übersetzte. Sie hatte auch Die Pest von Camus übersetzt. Aber sie schaffte es gerade mal, zwei Bücher herauszubringen. Dieser Lyrikband namens Esther Vitorpino ist eine Anthologie zeitgenössischer französischer Lyrik. Und eröffnete uns den Blick auf eine völlig andere Welt. Das fing an bei Baudelaire und ging dann weiter, dieser ganze Zwischenkriegszeit, als in Frankreich ein sehr lebendiges Denken und eine aktive Kultur und Philosophie vorherrschten. Zwischen den beiden Kriegen fassten die Menschen das Leben und was darin geschieht sehr leidenschaftlich auf. Und für uns war das eine ganz neue Welt. Auch für unsere jungen Dichter damals in Lettland. Also ich glaube, solche Gedichte gibt es heute, mit einigen wenigen Ausnahmen, nicht mehr. Mir gefällt sehr, wie Carlos Verdin schreibt zum Beispiel. Das trifft genau den Nerv der Zeit heute, wie ein Hooligan. Zum Beispiel über den Vater. Aber hier handelt es sich um ganz andere Assoziationen, durch die sich uns die Welt erschließt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte tatsächlich das ganze Buch im Kopf. Ich konnte es alles auswendig. Ich trug es immer bei mir in meiner Handtasche, denn ich hatte das Gefühl, dass ich es irgendwie immer dabei haben müsste. Und wenn meine Kommilitonen irgendwo saßen und ich hatte dann irgendwann große Lust, ein Gedicht vorzutragen, denn das schien mir sehr wichtig. Und dann trafen sich im Korridor junge Dichter. Ich erinnere mich noch an Uldis Lejnert, der später umgebracht wurde. Oder, naja, da gab es einen Unfall, wahrscheinlich war er betrunken da am Schloss. Varis Lejkarts, Juris Helz, Hermanis Mardis Majewskis, Vertreter der surrealen Lyrik. Möglicherweise wurden sie auch schon von der französischen Lyrik beeinflusst. Aber das war eine ganz eigene Welt. Und ich hatte auch das Glück, Maya Silmals persönlich kennenzulernen. Sie starb 1973. Und im letzten Sommer nahmen meine Freunde mich mit in ihre Wohnung. Ich glaube, das war in der Antonia Siela oder irgendwo in der Nähe. Eine riesengroße Kommunalwohnung. Und sie hatte über der Tür ein Hochbett mit Bücherschränken. Sie stieg diese Leiter hoch und schlief zwischen ihren Büchern. Maya saß mit einer schwarzen Brille im Schatten des Fensters und ihre Beine waren so dünn wie Arme. Sie war vom Krebs schon gezeichnet und vom Leben gebrochen.
aber ihr Geist hatte wirklich noch Sprengkraft. Ich werde dieses Treffen nie vergessen. Ich musste dann los, weil meine Eltern zu Hause warteten und mich an der kurzen Leine hielten. Und Maya sagte, geh noch nicht, vielleicht gibt es kein nächstes Mal. Und so war es dann auch, Maya Silmale verstarb. Und hier ist mein liebstes Gedicht aus dem Lyrikband von Jacques Prévert, Dans ma maison, in mein Haus. Vielleicht kann ich es am Schluss, wenn ihr noch Lust drauf habt, ja vorlesen. Aber jetzt will ich mir die Zeit sparen. Meine Zeichnung mit dem Gedicht spiegelt die Zeit von damals wider. Da geht es um ein Haus. Das ist einfach nur ein leeres Haus. Und daran sitzt ein Mensch mit Blumen auf dem Boden, so eine Art Hippie-Figur. Und er sehnt sich nach Gefühlen. Und das war zu dieser Zeit unser Lesestoff hauptsächlich. Es erschienen sehr viele gute Übersetzungen ins Lettische, ungewöhnlich gute Übersetzungen. Und es gab auch Menschen, die es schafften, in diesem Regime ausländische Literatur zu übersetzen. Aber hauptsächlich lasen wir die Inostranka, die hatten wir abonniert. Das hier ist zum Beispiel eine Ausgabe von 1984. Ich habe die aufgeschlagen und darin war eine Szene von Fellini. Wir hatten also alles. Als erstes las ich, glaube ich, Iris Murdoch, Der schwarze Prinz. Abgesehen von der Inostranka konnte man auch noch die Mir bekommen. Dann noch so eine weißrussische Zeitschrift. Wir tauschten Bücher und durch das Russische hatten wir Zugang zur Weltliteratur. Und die war nicht schlecht, die Auswahl. Man kann nicht sagen, dass wir nicht Bescheid wussten. Außerdem gab es in Riga genug Filme. Auch heutzutage gibt es nicht so viele gute Filme, wenn man mal ehrlich ist, mit all diesen amerikanischen Filmen. Wir suchten uns das aus, was uns gefällt. Und vielleicht reicht ja auch ein Film pro Monat oder sogar ein Film pro Jahr. Aber die Filme gab es. Und ich erinnere mich immer noch zum Beispiel an Fellinis Orchesterprobe. Irgendwie kamen diese Filme zu uns. Da wurde auch viel herumgeschnitten natürlich. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Erotik gab es im Kino der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht. Jedenfalls nicht so mutig wie heute. Es wurden auch nun irgendwelche intimen Momente herausgeschnitten. Aber das war auch nicht so von Bedeutung für den Film. Ich will damit sagen, dass wir Zugang zu Literatur hatten. Hier seht ihr mein Porträt, das meine Freunde mir geschenkt haben. Und das ist vielleicht ein gutes Zeitzeugnis, Popart und so weiter. Es gab damals nämlich eine sehr starke Kunstszene. Meine Freunde, die Dichter, arbeiten alle durch die Bank weg als Nachtwächter, Heizer oder im Sommer nahmen sie an archäologischen Expeditionen teil, wofür sie mehr oder minder bezahlt wurden. Sie hatten jedenfalls den Kopf frei. Und heutzutage denken die Dichter sich, dass sie wie alle anderen einen gewissen Komfort zum Leben brauchen. Und das Gleiche gilt auch für Künstler. Aber damals war das nicht so. Es waren eh alle arm. Und du hattest aber den Kopf frei, wenn du bereit warst, etwas in dich aufzunehmen. Der nächste Teil. Raum der Freiheit zu Hause. Also, ich schloss also das Polytechnische Institut ab. 1975 heirateten mein Mann, Maris Geilis und ich. Was uns vereinte, war, dass wir beide immerzu etwas machten. Und zunächst bauten wir uns erst einmal unseren eigenen Lebensraum. Also in der Stadt, wo wir dann unsere verschiedenen Punkte hatten, die wir kannten, unsere Routen durch die Stadt. Der nächste Ort war dann dein Haus. Denn an öffentlichen Orten traf man sich eigentlich selten. Restaurants gab es eigentlich überhaupt nicht. Und es gab keine Pubs oder von Biergärten, wollen wir gar nicht erst anfangen. Der einzige, wo man draußen sitzen konnte, war eben der Putnodars. Maris war ein ausgebildeter Tischler und Ingenieur. Und als wir uns kennenlernten, war ich bei ihm zu Besuch und er hatte gerade eine Schrankwand gebaut. Und dann hatten wir ein Zimmer in Jurmala, wo wir immerzu nur Möbel bauten. Also ich zeichnete einen Entwurf, Maris baute ihn dann nach und dann malte ich ihn weiß an. Und zwischendurch bekam ich Kinder. Das hier war unser Arbeitszimmer.
Wir bekamen eine Wohnung in der Zirnavo Iela zugeteilt. Eine große Wohnung, 100 Quadratmeter, aber eigentlich nur, weil sie in sehr schlechtem Zustand war und eben sehr unpraktisch geschnitten war. Da waren mehrere Familien nach Israel ausgewandert und die Wohnung stand leer. Und kein Parteikommissar wollte sie haben, weil sie eben so unpraktisch war. Wir machten also alles selber. Heute würde man das Kreativindustrie oder sonst wie auf Englisch nennen oder eben einfach Kreativität. Aber damals war das einfach notgedrungen, dass wir das machten. Hier seht ihr mein Arbeitszimmer mit einem Regal, das Maris gebaut hat. Das ist mein Skizzenbrett. Und da auf dem Tresen am Fenster steht meine Nähmaschine. Das war eine polnische Nähmaschine. Also das Einzige, was ich nicht selber machen konnte, waren Schuhe. Ich sagte immer, dass ich alles andere selber machen kann. Wir dachten uns gemeinsam etwas aus, Maris baute es und ich nähte dann alles selber. Mein erstes Teil war ein Nachthemd. Man konnte damals nicht einfach die Klamotten kaufen gehen, die man haben wollte. Und es gab auch nicht immer die richtigen Stoffe. Und das führte dann zu so einer interessanten Einrichtung. Die Nähmaschine abends zur Seite schieben und die Kinder ins Bett bringen. Und auch Möbelklötze nähten wir selbst. Ich weiß noch, wie ich einen Mantel aus Stoff von Maris Segel genäht habe, von seinem Boot. Und er sah viel besser aus als das, was ich heute so in den Läden sehe. Und so ging es weiter. Wir bekamen Kinder und dann begannen wir den Zyklus Möbel für junge Leute. Das war für die Zeitschrift Liesma. Das war eine Jugendzeitschrift, die es damals gab. Und ich war zu Hause, kümmerte mich um die Kinder, also um ein Kind, und ich hatte viel freie Zeit. Und so fing ich dann an, für die Zeitschrift Seiten zu zeichnen. Das hier ist die erste Ausgabe. Ich machte das Design für die Seite, Maris schrieb den Text und ich zeichnete. Und wir versuchten, unsere eigenen Erfahrungen auf andere Menschen zu übertragen. Das hier zum Beispiel, die dritte Ausgabe, wo wir zu meinen Kommilitonen gefahren waren, um ihre Schaumstoffwürfel auf dem Boden zu fotografieren. Die hatten sie selber genäht. Den Schaumstoff konnte man in irgendwelchen Läden kaufen, wo er übrig geblieben war. Ein anderes Material waren Besenstiele. Dann gab es noch Lampen, solche aus Estland. Und irgendwie schufen wir uns dann unseren eigenen Lebensraum. Und ich fand es einfach interessant, meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Und so bauten wir mit der Zeit immer mehr Möbel für uns selber. Das hier ist zum Beispiel ein Schrank aus den 50er Jahren, den ich weiß angemalt habe. Und unsere Tochter Agnes hat darauf ein selbstverfasstes Gedicht geschrieben. Ich malte alles weiß an. Und so entstand am Ende ein ganzes Buch. Aber ich gehe jetzt noch ein Stückchen zurück. Parallel dazu wurden wir auch ins Fernsehen eingeladen. Wir bauten die Kulisse für das Fernsehstudio. Wie gehabt, ich entwarf und zeichnete und Maris baute es zusammen. Und mit gewissen Pausen dazwischen gaben wir regelmäßig Ratschläge, wie man sich einrichten kann. Tja, so lief das. Und nach der Zeitschrift Liesma wurden wir von der Zeitschrift Skola und Jemene übernommen. Das lief ungefähr 10 Jahre so fort. Und so kamen wir dann zu unserem eigenen Buch. Das Buch Möbel für junge Leute erschien, ich meine, 1987. Ja, 87. Nächstes Jahr feiert das Buch also seinen 30. Geburtstag. Dieses Buch erschien mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Stellt euch mal einmal vor, was das für eine große Auflage in so einem kleinen Land wie Lettland ist, also in der lettischen Sowjetrepublik. Wenn es 50.000 Exemplare sind und die sofort ausverkauft sind. Wir designten auch das Layout für das Buch selber. Damals gab es natürlich keine digitalen Methoden dafür. Um zum Beispiel die Buchstaben auf dem Buchdeckel 2 mm größer zu machen, musste ich wieder zum Fotografen gehen, das Bild vergrößern lassen und danach mit Gummikleber die Buchstaben aufkleben. Das war damals alles Handarbeit, nicht so wie heute, wo die Designer, die sogenannten, also alles mit ein paar Klicks machen können. Deshalb habe ich auch, dass die Qualität, heutzutage sind ja alle Buchkünstler und Layouter.
Naja, so entstand unser Buch. Und ein paar Jahre später war es sogar in der großen Sowjetunion von Interesse. Und das Buch erschien in Moskau, bei Maladaya Gvardia, in einer Auflage von 100.000. In Lettland wurde dieses Buch mit allen möglichen Preisen ausgezeichnet. Auch mit dem Baltischen Preis für das beste Buch. Ich entwarf das gesamte Layout und alle Zeichnungen für das Buch. Abends zeichnete ich, das hatte ich mir ja auch schon für die Zeitschriften so angewöhnt. Dann hatte ich im Sommer einen Monat frei und da malte ich dann mit einem Rutsch alles mit Tusche aus. Und Maris schrieb die Texte. Mit dem Schreiben tat er sich immer ein wenig schwer. Denn er ist halt so ein Mensch, der nicht lange stillsitzen und mal eben ein ganzes Buch schreiben kann. Doch dann konnte er einen Kurs in Moskau machen. Und so fuhr er dorthin und schrieb dort auch das Buch. Die Beispiele darin waren nur aus Lettland. Gleichzeitig machten wir auch so eine Reihe, wo wir unsere Freunde und Bekannten in Riga besuchten und diese praktischen Ratschläge gaben. Und den Leuten eine Art Vision davon, um den Leuten davon eine Art Vision zu geben, wie sie zu erschwinglichen Preisen und mit einfachen Mitteln ihren eigenen Lebensraum gestalten konnten. Ich war sehr stolz letzte Woche in der lettischen Nationalbibliothek, wo gerade eine Bücherausstellung von Gustav Strenga zu sehen ist. Und unser Buch war dort unter den 100 interessantesten Büchern aller Zeiten ausgestellt. Und ein anderes Buch war die Anthologie französischer Gedichte. Also sind es tatsächlich zwei Bücher aus dieser Zeit. So viel also zum Thema Möbel und Zuhause. Das nächste Thema, Arbeit. Nach der Uni hatte ich angefangen zu arbeiten. Modris Jelsis bot mir an, für das größte Projektierungsbüro in Lettland zu arbeiten. Das war sowas wie das Silicon Valley heute, wo jeder junge Architekt einfach hin wollte. Ich arbeitete dort 3 Jahre, doch dann konnte ich es nicht mehr aushalten und verließ meinen Job mit Freuden. Was konnte ich dort nicht aushalten? Es war eigentlich wie eine Fabrik. Ich musste mit dem Bauklotz, Plattenbauten, im Meshseum spielen und alles in mir wehrte sich dagegen. Obwohl ich doch mit Modris Jelsis zusammenarbeitete, der jeweils die talentiertesten Architekten aus jedem Jahrgang zu sich holte. An sich hätte das ja alles sehr interessant sein können, aber ich ging zur Kolchose. Ich arbeitete in der Kolchose namens Sowjetlettland 10 Jahre lang. Ich war ungefähr 28 Jahre alt, hatte kaum Berufserfahrung, aber die Kolchose suchte einen Architekten. Die Vorsitzenden streckten mit einem Bauvorhaben in einer Sackgasse und kamen nicht zurecht. Ich fing also in der Kolchose an. Wir wohnten in Assery und die Kolchose war auch dort, also dort, wo ihr auf die Schnellstraße nach Ventspils rauffahrt. Wenn man dort über die Brücke und über die Insel fährt, das war alles das Gelände der Kolchose. Ein Ort namens Buntsiems liegt jetzt dort. Und ich war die Architektin für dieses ganze Gelände. Zunächst ging ich einmal die Woche dorthin, zeichnete etwas, stimmte etwas ab. Und im Laufe von 10 Jahren ging ich dann irgendwann jeden Tag dorthin. Und ich konnte mich dort eigentlich wirklich entfalten. Auch wenn eine Kolchose ist halt eben nur mal eine Kolchose. Das ist Landwirtschaft. Aber das Positive daran war, ich fühlte eine völlige geistige Isolation von dem, was meine Freunde und Familie in Riga machten. Aber ich sagte mir, dass ich so üben kann, mit diesen Menschen zu reden. Die Kolchose, jede Kolchose, wurde von einem Dreiergespann geleitet. Dem Vorsitzenden der Kolchose, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft und dem Parteisekretär. Das war das sogenannte Dreieck, was alles bestimmte. Egal, auch in Unternehmen, egal wo. 3 Kommunisten als Chefs, die alle Entscheidungen treffen. Und mein erstes Projekt in dieser Kolchose war ein Stall, den ich zu einer Kantine für die Kolchose umgestaltete. Ich entwarf einen Anbau, ein pyramidales Holzdach und die Inneneinrichtung.
Als nächstes entwarf ich Wohnhäuser für die Arbeiter der Kolchose. Ziemlich viele wurden da gebaut. Und das hier ist eine Freiluftbühne in Form einer Pyramide. Und im Laufe dieser 10 Jahre konnten auch viele andere Leute, unter anderem auch meine Kollegin aus Maskuinja, es nicht mehr in diesen Projektierungsbüros in Riga aushalten. Dieses ganze Regime und diese Ordnung dort, diese standardisierten Projekte, und sie gingen auch aufs Land. Diese Kolchose Sowjetlettland war tierisch erfolgreich. Und ich fragte mich, woher das eigentlich kam. Warum gewannen sie immer wieder bei der Ausstellung der Errungenschaften der gesamtsowjetischen Volkswirtschaft, obwohl es da eigentlich alles andere als glatt ging und gar nichts errungen wurde? Aber es wurde gebaut. Und sie bekamen die ganze Zeit Geld. Und die Antwort ist ganz einfach. Denn die Kolchose lag an einem See in Babete und sowohl die lettischen als auch die sowjetischen Parteimitglieder, Kosygin und andere, fuhren dorthin, um auf Entenjagd zu gehen. Und zu Sowjetzeiten gab es so ein System, in dem die erfolgreichen Kolchosen hervorgehoben wurden. Denn dann bekamen sie Geld aus Moskau. Das war zum Beispiel so in Ardaji mit dem Vorsitzenden Kauls, dann noch die Kolchose in Nakurten und Tervete. Also entweder konnte man dort jagen oder angeln. Orte eben mit einer gewissen Anziehungskraft. Zu uns in die Kolchose kamen die großen Parteisekretäre aus Moskau, gingen dort in die Sauna und so weiter. Das ließ sich ja alles einrichten. Ja, und ich musste eben die Sauna bauen. Und wir Kolchose-Architekten schlossen uns bald schon zusammen und fingen an, eine Ausstellung zu organisieren. Und hier seht ihr ein Gruppenfoto von unserer ersten Ausstellung. Das ist interessant. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber zu Sowjetzeiten schrieb man den Kühen in der Kolchose eine Nummer auf die Seite. Wenn man zum Beispiel eine Herde Kühe in einer Kolchose sah, dann hatte jede Kuh eine Nummer auf der einen Seite. Das war einfach unglaublich. Und deswegen verkleideten wir uns hier auch mit schwarzen Kitteln und schrieben uns Nummern drauf. Das Plakat unserer ersten Ausstellung zeigt auch ziemlich deutlich, wie wir uns fühlten, dass man mit einer Mistgabel in diesem Gemeinschaftssystem alle deine Ideen erstechen kann. Aber für dieses Kolchose-Projekt, den Stall, bekam ich ein Diplom dritter Klasse aus der Ausstellung der jungen Architekten der Sowjetunion. Ich fuhr nach Moskau, dort lernte ich andere sowjetische Architekten kennen. Und schließlich fuhr ich auch noch nach Sofia. 1983. Also die Gewinner der jungen Architekten der Sowjetunion fuhren dann zur Interarch-Messe nach Sofia. Wir waren eine Gruppe von 30 Architekten, je zwei aus jeder Republik. Zwei Georgier, zwei Armenier, zwei Esten, zwei Litauer. In Sofia war meine Skizze ausgestellt und ich war auch im Katalog. Also mein Stall fuhr so also nach Sofia. Was will ich damit sagen? Geografisch waren wir nicht eingeschränkt. Im Rahmen der großen Sowjetunion eben. Man konnte bis Kamtschatka reisen, durch die ganze Sowjetunion, völlig unkompliziert. Sehr viele junge Leute fuhren im Sommer mit Güterzügen mit. So hatten sie die Möglichkeit zu verreisen und die Möglichkeit, etwas zu sehen. Was jeder Einzelne dann sah, ist natürlich eine andere Frage. Zu Studienzeiten fuhren wir zum Beispiel in den Winterferien nach St. Petersburg und besuchten eine Woche lang die Eremitage und das Russische Museum. In den nächsten Semesterferien fuhrst du dann nach Moskau und da gibt es das Puschkin-Museum und das Museum für orientalische Kunst und die Moskauer Theater und die Moskauer Kulturszene. Und Freunde von uns studierten in Moskau. Es gab dort das Kinoinstitut GIK, wo unsere Freunde studierten. Sie schleusten uns auch bei den Weißen Stäben ein, in Biele Stabe. Das war das Kinoarchiv der Sowjetunion. Die hatten unglaublich gute Filme. Also aus dem Westen. Und dann fuhren wir auch auf das internationale Filmfestival in Moskau, wo mein Mann, was war dein Filmrekord? 30 Filme auf einem Festival schaute.
Ohne Eintrittskarten, durch Beziehungen konnten wir dort immer eingeschleust werden. Damit will ich sagen, wenn du wirklich wolltest, dann musstest du nicht in einem Informationsvakuum leben. Es gab viel zu sehen und wenn ihr heutzutage zum Beispiel nach Samarkand oder Bukhara fahren wollt oder an den Baikalsee, dann braucht ihr ein Visum und das kann möglicherweise kompliziert sein. Also über den Raum der Freiheit durch die Arbeit konnte ich nicht klagen. Und das Training in der Kolchose kommt mir noch heute zugute, wenn ich zum Beispiel mit Investoren verhandle, die sich oft gar nicht so sehr von meinen Kolchose-Parteivorsitzenden unterscheiden. Im Laufe der Zeit kam ich auf die Erforschung von Landgütern. Je länger ich für die Kolchose arbeitete, desto mehr wollte ich wissen, warum mir diese Kolchose-Architektur so viel weniger gefiel als das klassische lettische Landgut. Und deshalb fing ich an, nachzuforschen. Wenn ich schon auf dem Lande war, dann wollte ich den Aufbau eines traditionellen lettischen Hofs verstehen. Ich las das Buch von Paul Skånsins, welches gerade in Schweden erschienen war. Dann war da noch die umfangreichste Forschungsarbeit zum Thema lettischer Landgüter. Dann las ich auch noch alle anderen mir zugänglichen Bücher. Und dann gingen Marius und ich von Möbel für junge Leute über zu Haus auf dem Land. Zu dieser Zeit zogen die lettischen Intellektuellen scharenweise aufs Land. Nicht komplett, das waren eher so Sommerhäuser. Denn um uns herum fand man nur noch die Ruinen alter Landgüter. Die Kolchose hatte alle in Dörfer gedrängt, wo sie in drei- oder fünfstöckigen Plattenbauten wohnen mussten, die dorthin gesetzt wurden. Und die Landgüter und Höfe blieben eben verlassen zurück. Manchmal war von diesen alten Häusern nur noch der Schornstein übrig, sie waren zusammengebrochen. Und dann? Das hier ist zum Beispiel die Familie des Architekten Artis Freimanis und der Schauspielerin Esmeralda Ermule und ihren zwei Kindern. Sie hatten zu einem Spottpreis ein altes Haus auf dem Land gekauft und renovierten es mit sehr viel Liebe. Und so fuhren wir eben mehrere Sommer lang. Also das hier ist zum Beispiel eine sehr nette Familie in Reiskums, die wir da entdeckten. Die beiden hatten in Tallinn Kunst studiert und hatten zusammen mit ihren Töchtern ihr Haus auf dem Land unglaublich kreativ umgebaut. Das wurde ein ganz neuer Lebensabschnitt für uns, in dem wir durch Lettland fuhren und für die Zeitschrift Skola und Jemene, Schule und Familie, die Rubrik Haus auf dem Land veröffentlichten. Da erzählten wir auch von den Leuten, warum sie das gemacht hatten und so. Und dann fing ich an, einen Zyklus über das traditionelle Landgut in derselben Zeitschrift Skola und Jemene zu schreiben. In einem geht es zum Beispiel um die Höfe in Livland, wie schön das pyramidale Dach ist und so aufklärerische Texte eben. Das machte ich ein Jahr lang. Das hier ist zum Beispiel ein litauischer Hof. Wir fuhren auch nach Litauen, ins Ethnographische Freilichtmuseum. Später, als es dann möglich war, auch etwas weiter wegzufahren, waren wir in Schweden, Finnland, Deutschland, Frankreich, Belgien. Überall, wo wir hinfuhren, gingen wir auch ins Freilichtmuseum, um traditionelle Landgüter und Höfe zu erkunden. Und der letzte Teil war das traditionelle Haus in Europa. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Silhouetten, wie sie geografisch Europa widerspiegeln. Ihr seht dort, wie die Dächer ansteigen und wie sie wieder abnehmen. Und es ist ganz logisch, wenn man die Klimaverhältnisse bedenkt, wie sich diese Traditionen ausgebildet haben. Und von der Erforschung der Höfe auf dem Land und von den Kolchose-Architekten kamen wir zur Gruppe Maya, das Haus. Und wir kamen zum Modell der Welt durch die Erforschung der traditionellen Höfe. Raum der Freiheit, Gruppe Maya. Wir waren fünf sehr aktive Kolchose-Architekten und trafen uns in der Architektenvereinigung und erforschten die Höfe gemeinsam. Also, diese Zeichnung zeigt das sehr gut. Der Verlauf der Sonne, Natur, ein Hügel, das Dach, eine Feuerstelle und die Energie der Erde. Und diese Forschungsarbeit ging so weit, dass wir ein Buch mit dem Titel Maya herausbrachten.
Und mit diesen traditionellen Höfen, die wie ein Modell der Welt aufgebahrt waren, gewannen wir einen Wettbewerb und fuhren zur ersten Architekturbiennale in Tallinn. Dort bauten wir ein Modell eines traditionellen Hofs in der Tallinner Messehalle auf. Also was machten wir? Wir verbanden die praktische Geschichte der Häuser mit dem geistigen Erbe. Und außerdem noch mit energetischen Linien, den sogenannten Adern. Und wir gelangten zu dem Schluss, dass sie sich nicht überschnitten. Ich könnte jetzt abschweifen und viel erzählen, aber diese Sache mit dem Modell der Welt ist absolut universell. Wir forschten bei den Indern, bei den Babyloniern nach. Denn wenn der Mensch in naher Verbundenheit mit der Natur lebt, dann hat er keinen Zugang zu anderen Informationen. Er hat nur die Sonne, er hat die Natur, er hat die Jahreszeiten. Und hier sind meine Schemata, die ich gezeichnet habe, die ich quasi selber entworfen habe. Das ist ein Kalender, ein Modell der Welt, der Verlauf der Sonne. Und die Sonne ist bei uns weiblich. Überall ist, in Westeuropa ist sie nämlich männlich. Und der Mond, Luna, ist eine Frau. Also, der Verlauf der Sonne und der Aufbau der Welt, der Weltenbaum. Wir lasen auch Jung und wir verstanden, dass der Weltenbaum in der Kultur, diese Universalien, sich auch in unseren Höfen wiederfinden. Das war wirklich unglaublich spannend. Und hier ist noch eine Zeichnung, wo ich das dargestellt habe. Das ist ein alter traditioneller Grabhügel und da ist auch wieder der Verlauf der Sonne. Man sieht eine Beisetzung, wie ein Mensch beerdigt wird. Und das ist nicht zufällig. Dann ist da der Hof als Pyramide mit seiner ganz eigenen Ordnung. Denn wenn der Mensch naturverbunden lebt, dann hat er gewisse Vorstellungen, wie er sein Haus als ein neues Modell der Welt bauen will. Das fängt damit an, wo er sein Haus baut. Dabei spielen dann zum Beispiel Ameisen und Schnecken und die Feuchtigkeit eine Rolle. Bei den Indern ist das genauso. Diese Universalien sind überraschend interessant. Und unten zu sehen ist dann ein Schlossberg. Das ist das gleiche Schema. Ein zentraler Platz, der Verlauf der Sonne, die Orientierung. Und dann kamen wir also aus Tallinn zurück und bauten das Modell der Welt in Form eines lettischen Gutshofs im Ausstellungssaal des Hotel Latvia auf. Das war ein sehr guter Ausstellungssaal. Könnt ihr sehen, in welchem Jahr das war? 91. Kurz vor der Unabhängigkeit also. Dieses Modell bauten wir im Ausstellungssaal Latvia auf. Wir zeichneten eine Karte der Adern auf und dort gibt es wirklich sehr kraftvolle Adern in dem Hotel. Wie heißt das inzwischen? Radisson? Naja. Darunter sind jedenfalls alte Grabstätten und der Wünschelroutengänger erstellte eine Karte der Adern und wir platzierten die Pyramide und das Zentrum des Hofs auf den Punkt, wo sich die Adern kreuzten. Und dann hat der Hof noch besondere Tore. Das sind wieder so symbolische, also dem Verlauf der Sonne entsprechend. Das Sonnentor, das Dios-Tor, das Mara-Tor und das Janistor. Verschiedene Kombinationen. Als wir dieses Modell aufbauten, veranstalteten wir eine Performance, die 11 Tage lang dauerte. Wie dieses Modell der Welt von verschiedenen Menschengruppen belebt wird. In den baltischen Staaten und in baltischen Kulturen wird ein Modell der Welt als Posurs dargestellt. Das ist eine Art Mobile aus Stroh. Sowohl bei den Litauern als auch bei uns. Ich lebe auch in diesem Modell der Welt. Die obere Welt und die untere Welt. Der Schutz des Dios und die Fruchtbarkeit Maras, die materielle Welt. Und dann sind da horizontal die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Jahreszeiten, die Feiertage, Weihnachten, Ostern. Alles dem Verlauf der Sonne folgend. Dieses Modell der Welt, also für mich ist es schlüssig und das Grundgerüst ist stabil. Und wie gesagt, als wir dieses Modell aufbauten, veranstalteten wir eine Performance, die 11 Tage dauerte. Wie verschiedene Gruppen von Leuten in diesem Modell leben. Zuerst kamen die Druiden und die Weisen, dann die Wünschelroutengänger, die mit den Routen dort herumliefen.
Es waren wirklich viele Zuschauer da. Denn die Leute waren wie ausgehungert nach diesen Sachen. Nach diesem ein bisschen Irrationalen mit all diesen Adern. Für mich ist es die Geologie der Erde. Und dann, als das Modell zum Beispiel von anderen bewohnt wurde, also das hier ist Sanne Schmitte, sie ist inzwischen Professorin. Damals war sie noch ganz, ganz jung und kam mit der Band Ildi. Und Ildi sang dort und führten eine Art Zeremonie durch. Valdis Muktopavels kam und spielte an einem Abend. Und hier sind ein paar Druiden, ja, ein paar Druiden zu sehen oder so etwas in der Art, glaube ich. An einem anderen Abend spaltete Ojars Feldbergs dort Steine. An einem weiteren Abend schnitzte Juris Putrams ein Boot aus Holz. So eine Performance. Es wurden dort sogar Feuer gemacht. An einem Abend waren Klavesins und Einar Kalnsiema da. Hier passiert etwas ziemlich Verrücktes. Und ich glaube, das ist die Restaurationswerkstatt der nicht gehabten Gefühle. Also wir gingen... Der verrückte Hardis Ledinsch trat mit seiner Restaurationswerkstatt der nicht gehabten Gefühle auch in unserem Modell auf. Und am letzten Abend hatten wir das Künstlerkollektiv Weiche Schwingungen eingeladen. Maiges Warstebes. Das waren unsere Freunde, vielleicht kennt ihr sie nicht. Aber das war eine sehr eindrucksvolle Gruppe von Künstlern. Sandra Krastinja, deren Kunstwerke zurzeit sehr schön im Arsenal ausgestellt sind, Iava Iltner, Janis Mitrevic, Dirc Muisniks, Aya Zarenja. Vielleicht habe ich auch noch jemanden vergessen. Und sie hatten sich etwas Interessantes überlegt. Jeder, der an dem Abend zu der Veranstaltung kam, also sie hatten geplant, sie waren alle in weißen Kitteln gekommen und hatten Farbdosen und Pinsel dabei. Und sie hatten geplant, dass sie vom Erdgeschoss nach oben weiße Pfade malen, die auf das Zentrum des Hauses zu laufen. Und dann kam der Direktor und sagte, dass man das Parkett nicht anmalen dürfe. Und wir hatten richtige Panik, denn die Performance schien somit gelaufen zu sein. Aber dann fingen sie einfach an, die Menschen anzumalen. Hier seht ihr einen jungen Mann. Naja, es wurde auf jeden Fall noch sehr interessant. Ach ja, und für diese ganze Performance hatten wir überhaupt kein Geld zur Verfügung. Keine Ahnung, wie das ging. Vom Videozentrum Riga hatten wir die Monitore und Anse Seppners filmte jeden Tag und schnitt diese Chronik dann über Nacht zusammen, damit sie dann am nächsten Tag schon gezeigt werden konnte. Und Vals Klaes fotografierte die ganze Zeit. Heute habe ich leider keine Filme oder Fotos mehr, das ist alles verloren gegangen. Und dann arbeitete auch noch Mirvaldis Polis mit seinem Egozentris mit. Also man kann sagen, dass wir die ganze kulturelle Aktivität dieser Zeit zusammentrommelten. Und das wurde damals eigentlich gar nicht wertgeschätzt, Performances und Happenings. Wenn man das heute machen würde, würde es bestimmt als Riesensache unglaublich beworben werden. Aber unsere Performance lief sehr ruhig ab. Und es war schade, dass die Architekten ihr nicht genug Beachtung schenkten. Architekten kamen nur am letzten Tag und sie waren eigentlich alle sehr reserviert. Aber wir machten es trotzdem und danach wurde unser weißes Buch eine Rarität. Und es wird noch immer projiziert. Also, zum Schluss noch dieser rote Feuerpunkt. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Und ihr könnt eure eigenen Schlüsse ziehen. Welche Möglichkeiten gibt es, sein eigenes Modell zu bauen, auch unter so einem Regime? Wo ist Dennis? Hat jemand eine Frage? Bitte nutzt diese Gelegenheit, Saiga etwas zu fragen, was ihr gern noch erfahren möchtet. Und wenn nicht, dann fragen wir eben selber, aber... Ich wollte noch meine Zauberwörter aufsagen. Als wir das traditionelle Erbe erforschten, las ich ein Buch von Schmitte über Redewendung, also Sprichwörter. Ich nahm das Buch, setzte mich in den Lesesaal der Lettonika-Bibliothek und schrieb alles zum Thema Haus heraus. Und auch diese kosmogonischen Diners, unglaublich interessant. Und eben auch Zauberwörter.
Alles im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Hauses. Und ich kann euch mein Mantra aufsagen. Verzaubert mich Zauberer, beneidet mich Neider, das kann mir nichts anhaben. Derwinsch hat mir einen großen Hof errichtet, um mich herum oder eben um mein Haus herum. Das sind sehr kraftvolle Worte. Nun ja, die kann man so ebenso vor sich hin sagen. Und meine liebste kosmogonische Daina geht so. Am späten Abend sitzt die Sonne in einem goldenen Boot. Wenn sie morgens früh aufgeht, lässt sie das Boot schaukeln zurück. Was macht die Sonne also nachts? Das ist die Frage. Unsere Kosmogonie ist da wie bei den alten Ägyptern, wo der Sonnengott Ra in einem Boot übers Meer fährt. Ja. Sei gedankt dir. Das ist jetzt der Moment für Fragen und Kommentare. Damit man die Fragen auch im Livestream hören kann, werde ich sie am besten einfach wiederholen, denn es würde zu lange dauern, das Mikro durch so einen vollen und intensiven Raum zu reichen. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit, Saiga eine Frage zu stellen. Ja, bitte. Ach naja, gut, so weit komme ich dann doch noch. Guten Abend. Dürfte ich Sie bitten, das Gedicht vorzulesen über das Zimmer, die Gefühle und Emotionen? Ja, Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Ah, hier ist auch das Buch. Ja, Jacques Prévert. Ich entdeckte ihn und fand dann Übersetzungen ins Russische. Und das Gedicht heißt »In mein Haus«. In mein Haus wirst du kommen. Das ist eigentlich gar nicht mein Haus. Eines Tages kam ich hierher. Keiner war da. Nur rote Paprikaschoten hingen aufgereiht an den weißen Wänden. Ich wohnte lange hier und niemand suchte nach mir. Aber jeden Tag wartete ich auf dich. Ich machte nichts, jedenfalls nichts Besonderes. Nur manchmal brüllte ich morgens wie ein Tier. Ich brüllte wie ein Esel mit all meiner Kraft und es gefiel mir. Dann spielte ich mit meinen Füßen. Sie sind sehr klug, tragen dich sehr weit, wenn du weit weg möchtest. Und wenn du nirgendwo hin möchtest, leisten sie dir Gesellschaft. Und wenn Musik gespielt wird, dann tanzen sie. Ohne kannst du nicht tanzen. Man muss schon so blöd sein wie ein Mensch. Das kommt häufig vor. Und so ein Blödsinn, um so einen Blödsinn zu reden. Es ist Blödsinn, wenn jemand sagt, seine Füße seien froh wie die Made im Speck. Die Made ist nicht immer froh. Sie ist froh, wenn sie froh ist. Und traurig, wenn sie traurig ist. Und auch weder froh noch traurig. Und woher will man eigentlich wissen, dass sie eine Made ist? Eigentlich heißt sie doch gar nicht so. Nur die Menschen nennen sie so. Made, 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 Made. Nachnamen sind interessant. Martin Victor Hugo ist sein Name. Bonaparte Napoleon ist sein Name. Warum ist das so und nicht anders? Eine Herde Bonaparte stapft durch die Wüste. Der Kaiser heißt Dromedar. Er hat einen Pferdekopf und etwas Reisegepäck. Er hat drei Namen. Tim, Tam, Tom. Einen Nachnamen hat er nicht. Und ein bisschen weiter ist nichts. Und ein bisschen weiter ist niemand. Und was kann man da machen? In mein Haus wirst du kommen. Ich denke an etwas anderes, aber ich denke nur daran, wenn du in meinem Haus bist, ziehst du all deine Kleider aus. Und dann stehst du da, bewegungslos, mit deinem roten Mund. Wie die roten Paprikaschoten, die an der weißen Wand hängen. Und dann legst du dich hin und ich lege mich neben dich. Voilà. In mein Haus, das nicht mein Haus ist, wirst du kommen. Gibt es noch Fragen? Ja. Ich wollte fragen, wenn Sie ein Raum wären oder wenn Sie ein Haus sein könnten, was wären Sie? Ein Haus. Ein Haus, in dem jemand wohnt. Ganz bestimmt keine Gedenkstätte oder Kirche.
Bitte, haben Sie noch Fragen oder Kommentare? Nutzen Sie ruhig die Gelegenheit zum Fragen. Wir können ja auch rausgehen und einen rauchen. Wenn es im Publikum keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich noch eine Frage stellen. Als wir uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben, hatten wir darüber gesprochen, dass es auch eine Art Warnung sein kann. Gibt es etwas, was dir Sorgen macht? Etwas, was dich daran erinnert, dass die Freiheit etwas sehr Zerbrechliches ist? Kannst du heute an eine Tendenz erkennen, dass es innere Freiheit gibt, aber von außen Bedrohung für sie? Und was bedroht sie? Das sind Dinge, die die Welt bedrohen. Zurzeit mache ich mir zum Beispiel Sorgen darüber, wie Hillary ihre Lungenentzündung übersteht. Ich habe gesehen, wie sie stürzte, und das sah ehrlich gesagt ziemlich dramatisch aus. Und wie das die Welt verändern wird. Und am Freitag war ich in Hermanis Theaterstück Unterwerfung von Welbeck. Da ging es auch um innere Freiheit. Und die Grenzen unserer lokalen Freiheit sind schon lange überschritten. In unserem gemeinsamen europäischen Raum der Freiheit und auch im globalen. Und wir sollten alle darüber nachdenken. Aber was ich den jungen Menschen wünschen möchte, vergeudet euer Leben nicht in sozialen Netzwerken und mit diesem ganzen sozialen Zwang. Ich wünsche dir, dass du deine eigene Achse findest, die durch dich durchgeht und dich nicht von allem und jedem beeinflussen lässt. Denn manchmal scheint mir wirklich, dass die Parteivorsitzenden heutzutage, also ich wollte zum Beispiel gestern mein Fahrrad bei Gastronoms anschließen und da sagte ein Polizist zu mir, entschuldigen Sie, Sie dürfen Ihr Fahrrad hier nicht anschließen, hier fahren die Abgeordneten entlang. Danke. Danke. Ja, wir können jetzt wirklich an der frischen Luft weitermachen und auch da noch Fragen stellen. Ich wollte nur noch erwähnen, dass dies eine Gesprächsreihe ist und unser drittes und letztes Gespräch für dieses Jahr findet Ende Oktober statt, am 20. Oktober. Da sprechen Dainis Ivans und Artis Svets über die Freiheit damals, also zu Sowjetzeiten und heute, im heutigen Lettland. Also ihr seid alle herzlich eingeladen zu dem Gespräch im Oktober. Folgt uns auf Facebook und so weiter für mehr Informationen. Noch einmal danke an das Goethe-Institut, danke an unseren Kameramann, der dafür gesorgt hat, dass man uns sehen und hoffentlich auch hören konnte. Danke an unsere Zuschauer im Livestream. Und jetzt gehen wir den sonnigen Abend genießen und es gibt auch ein paar leckere Snacks. Danke für deine Zeit und Energie.